Hallo und willkommen beim Märchenkabinett. Heute hier in den Nürnberger Barockgärten. Und hier möchte ich euch ein Märchen aus Italien erzählen. Orazio und Bianchinetta. Es lebte einmal eine Frau, die hatte zwei Kinder. Einen Knaben namens Orazio und ein Mädchen namens Bianchinetta. Dereinst waren sie sehr reich gewesen, doch durch verschiedene Unglücksfälle waren sie verarmt. Da beschloss man, dass Orazio einen Dienst annehmen sollte, um die Familie ein wenig zu unterstützen. Er fand auch bald eine Anstellung als Kammerdiener am Hofe eines mächtigen Fürsten. Und der Fürst, der war so zufrieden mit seiner Arbeit, dass er Orazio beförderte. Fortan sollte er in der fürstlichen Gemäldegalerie die Bildnisse säubern. Dies tat Orazio auch. Doch jedes Mal, wenn er dort war, da blieb er ganz versonnen und für lange Zeit vor dem Gemälde von einer wunderschönen Frau stehen. Das himmelte er regelrecht an. Und dies bemerkte der Fürst. Und er fragte Orazio, warum er so fasziniert sei von diesem Porträt. Und Orazio sagte nur, ach mein Fürst, dieses Gemälde gleicht ja wie aufs Haar meiner Schwester Bianchinetta. Ich vermisse sie sehr. Und ich verspüre das Verlangen, sie endlich einmal wiederzusehen. Und der Fürst sagte, das sei unmöglich. Er habe in allen Landen suchen lassen nach einer Frau, die der auf dem Bildnis gleiche. Doch er habe keine finden können. Doch meinte er, Bianchinetta sollte nur einmal herkommen. Wäre sie wirklich so schön wie das Gemälde, so würde er sie heiraten wollen. Da schrieb Orazio einen Brief an Bianchinetta. Und die machte sich sogleich mit dem Schiff auf die Reise. Und da stand dann Orazio im Hafen und am Horizont konnte er schon das Schiff erblicken. Da rief er übers Meer, ach, ihr Schiffe auf dem Ozean, gebt nur Acht, dass die starke Sonne meine Bianchinetta nicht zu sehr verbrennt. Nun müsst ihr aber wissen, auf dem Schiff mit Bianchinetta, da reiste noch eine andere junge Frau mit ihrer Mutter. Und die beiden, oh, die waren furchtbar hässlich. Und als die hässliche junge Frau erfuhr, weswegen Bianchinetta zum Fürsten reiste, da wurde sie eifersüchtig und trachtete, an ihrer Stelle dort anzukommen. Und kurz vor dem Hafen, da gab die junge Frau Bianchinetta einen Stoß, sodass sie über Bord und ins Meer stürzte. Und wie das Schiff anlegte, gab sie sich selbst als Bianchinetta aus. Doch Orazio, der war sehr verwirrt. Er erkannte seine Schwester ja gar nicht wieder. Doch die hässliche meinte nur, ach, das kommt von dem starken Sonnenbrand. Der hat mich so entstellt. Darum erkennst du mich nicht wieder. So stellte Orazio sie dem Fürsten als Bianchinetta vor. Doch der Fürst, der war furchtbar enttäuscht über die unansehnliche Braut. Und darum bestrafte er Orazio, indem er ihm eine niedrige Arbeit zuwies. Fortan musste Orazio die Gänse des Fürsten hüten. Und die trieb er jeden Tag an den Strand. Und siehe da, aus dem Meer kam da jeden Tag Bianchinetta herauf. Und die ging zu den Gänschen hin und schmückte sie mit vielen Bändern in bunten Farben. Und wie Orazio abends wieder nach Hause kam, da sangen alle Gänse, krok, 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 vom Meere kommen wir, Gold und Perlen essen wir. Orazios Schwester ist schön, schön wie die Sonne sind ihre Augen, die würde wohl gut vor unseren Herren taugen. Der Fürst, der war sehr verwirrt über diese Sprüchlein, das die Gänse immer sagten, und fragte Orazio, wie das denn käme. Und Orazio, der antwortete ihm, was Bianchinetta ihm mitgeteilt hatte. Sie war über Bord gegangen und ins Meer gefallen. Da hatte ein Seefisch sie gepackt und sie hinab auf den Grund des Meeres geführt, wo sein schöner Palast lag. Dort aber hielt das Meeresungeheuer sie nun gefangen. Es hatte ihr aber eine lange Kette um den Leib gebunden. Sie war gerade so lang, dass Bianchinetta an den Strand hinaufkommen konnte, um ihren Bruder zu besuchen, wenn er dort die Gänse hütete. Da meinte der Fürst, Orazio, wenn du das nächste Mal zu Bianchinetta gehst, frag sie, ob man sie nicht irgendwie befreien kann. Dies tat Orazio. Und Bianchinetta sagte nur traurig, ach, ich fürchte ja, es ist nahezu unmöglich, mich zu retten. Denn das Meeresungeheuer, das sagte mir, um mich von ihm loszumachen,
bräuchtest ein Schwert, das so scharf ist wie ein Hundert. Und ein Pferd, das so schnell rennen kann wie der Wind. Aber diese beiden Dinge sind so schwer zu finden, dass ich fürchte, es ist mein Schicksal, auf ewig da unten auf dem Meeresgrund gefangen zu bleiben. Doch Orazio verzagte nicht und erzählte dem Fürsten, was Bianchinetta ihn hatte wissen lassen. Und der Fürst, der mühte sich ab und nach langer Zeit und schwerer Suche, endlich fand er das Schwert, das so scharf war wie 100 Schwerter. Und er fand das Pferd, das so schnell laufen konnte wie der Wind. Und nun ging er mit Orazio zum Meeresufer. Und da entstieg Bianchinetta den Wellen. Und mit dem Schwert zerschlugen sie die Kette, mit der sie gebunden waren. Und dann stiegen sie auf das Pferd und ritten wie der Wind davon, sodass das Meeresungeheuer sie nicht einfangen konnte. Und wie sie dann sicher im Palast angekommen waren, da sah der Fürst, dass Bianchinetta wahrhaftig so schön war wie das Gemälde. Und darum nahm er sie zur Frau. Die falsche Braut aber, die wurde für ihre Untat in einem Pechhemd auf einem öffentlichen Platz verbrannt. Orazio, Bianchinetta und der Fürst aber, die lebten fortan glücklich.